Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Reaction auf meinem Kanal. Mein Name ist Enderfox. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir gucken uns heute ein Star Wars Faktenvideo an. Ich freue mich, ich bin ein riesiger Star Wars Fan, für die, die es nicht wissen. Und zwar, wie Tarkin Imperiale ermordete. Kanon Age of Rebellion. Zeit der Rebellion. Von Mark Sappel Star Wars. Ne, Sappel, entschuldige. Das sah wie ein L aus. Mark Sappel Star Wars. Mark Sappel, vielen Dank, dass ich dein Video benutzen darf. Für alle anderen natürlich Originalvideo plus sein Kanal, wie immer in der Videobeschreibung. Und ja, ich bin ganz gespannt. Ich kenne mich mit der Tarkin-Lore etwas aus, aber mal gucken, was uns erwartet. Let's go, legen wir los. Luft Tarkin war nicht nur ein Großmorph im Imperium, sondern hat auch eine äußerst spannende Vergangenheit als Jäger, bei der es hieß töten oder getötet werden. Und die Einstellung hat ihn bis zu seiner Zeit im Imperium geprägt. Und wo genau sich das gezeigt hat, schauen wir uns heute an in einer Geschichte, welche teilweise zeitgleich zu Episode 4 spielt. Und daher wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Nice, das Intro finde ich mega. Ich möchte mal kurz direkt mal von vornherein anmerken. Will of Tarkin ist ein ganz besonderer Charakter, vor allen Dingen meiner Meinung nach ziemlich arrogant. Seine Arroganz ist im Grunde das, was ihn am Ende zu Fall gebracht hat. Wir, die meisten Leute wissen ja, dass es Tarkin schuld ist, dass der Todesstern ja Alderaan zerstört hat. Aber wusstet ihr auch, dass dies nicht von Palpatine angeordnet wurde? Palpatine wusste das nicht. Tarkin hat das im Alleingang gemacht. Das muss man sich erstmal trauen, irgendwas zu tun, ohne den Imperator vorher zu fragen. Ja, und so sind halt einige, wie viel waren es? Billionen, Millionen Leute gestorben dabei. Tarkin ist ein krasser Massenmörder. Einem Planeten im äußeren Rand, wo ein junger Wilhuf Tarkin rennt durch den Wald. Er gelangt hilferufend zu seinem Onkel Jova und dessen Jagdtruppe, doch dieser meint, dass er ein Tarkin ist und so auf sich gestellt ist. Entweder tötet er oder er wird selbst getötet und plötzlich wird der junge Wilhuf von zwei blauen Raubkatzen angesprungen, welche ihn zu zerfleischen scheinen. Dann begeben wir uns wieder in die Gegenwart auf... Stell dir mal vor, dein Onkel... Erstmal, du gehst mit deinem Onkel jagen, bist wie alt? 10 oder so? Du wirst zu zwei Tigern eingefallen, dein Onkel. Entweder tötest du die oder du stirbst. Familie und so, Alter. Star Wars ist, wenn es um Familienbande geht, echt schrecklich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer das so sagen würde. Aber wie wir sehen kurz, wir haben es gut angehalten. Ich finde die Zeichnungen dazu mega. Das ist ja, glaube ich, aus einem Comic oder Buch. Das kannst du ja, Marc, sag mir das. Schreib das mal in die Kommentare, ob das jetzt aus einem... aus dem Buch oder aus dem Comic ist. Ich bin mir da jetzt nicht sicher und vielleicht kannst du ja das Buch erwähnen oder so. Ich habe es jetzt leider nicht im Blick. Die Geschichte ist mir fast so teils bekannt. Die wurde schon mal von anderen YouTubern, denen ich so angucke, persönlich erwähnt. Ja, aber gut, gucken wir mal weiter, was uns noch erwartet. Der Todesstern, wo sich Großmoff Tarkin von Admiral Motti über den Planeten Ringotan berichten lässt, über den der Todesstern gerade schwebt. Dieser wird von einer einheimischen Spezies bewohnt, welche noch nicht einmal den Hyperantrieb kennt. Tarkin ordert an, dass Motti das der gesamten Crew auch erzählen soll, was dieser per Durchsage sofort erledigt. Er erweitert die Infos noch und so haben die Rangana drei größere Zivilisationen und sind insgesamt ca. 45 Millionen. Boah. Da sie keine Technologie haben, sind sie beim galaktischen Bürgerkrieg... 45 Millionen, Leute, das ist halb Deutschland. Knapp. ...bisher neutral gewesen. Tarkin ordert an, wenn alles bereit ist, auf dem Planeten zu feuern, was sofort eingeleitet wird. Der Countdown zählt runter, doch plötzlich wird die Aktion abgebrochen, weswegen Tarkin anordert, die Simulation, die das Ganze eigentlich nur war, zu beenden. Motti erkundet sich sofort darüber, was der Fehler war, doch die zuständigen Imperialen haben keine Ahnung. Diese erklären, dass die Station 168 Kanoniere hat und dass diese ein sehr präzises Protokoll durchlaufen müssen. Tarkin will diese Kanoniere sehen. Und zwar alle. Als alle versammelt sind, wendet Tarkin sich an den... Da möchte ich mal kurz eingreifen, was er da ausgelassen hat. Soweit ich das noch weiß, haben nämlich die Soldaten, die Kanoniere, die haben gezögert, was der Grund war, warum Tarkin das abgebrochen hat, so. Weil die Kanoniere gezögert haben. Und deswegen ruft er die jetzt auch alle an. Das ist jetzt... Also, zu sich. So weiß ich das noch. Kanonier Endo Friend.
er sich die Ärmel hochkrempelt. Der Chefkanonier versteht nicht ganz, worauf Taka hinaus möchte, aber kommt dem Befehl nach. Wie Taka erkennt, hat Endo Friend an den Händen keine Narben. Dieser antwortet aber direkt, dass er schon eine habe, nur halt am Knie. Dieser hat er von einem Graf-Ball-Turnier an der Universität bekommen. Er ist gerade dabei, diese Taka zu zeigen, doch dieser verpasst ihm mit seiner Linken einen kräftigen Schlag ins Gesicht. Taka stellt... stell dir mal vor, du kriegst... dein Vorgesetzter, der Tarkin, ist so einer, das ist so ein Macher, eigentlich so, obwohl er sieht aus wie ein alter Sack. Seit Clone Wars sieht er aus wie ein alter Sack. Und der verpasst dir erstmal eine. So richtig zimmert der die eine übers Fressbrett rüber. Aber nun zu meinen typischen Fragen, Marc. Und zwar erst einmal, wann? Also, so, mit welcher Intention hast du mit diesem Kanal angefangen? Wie bist du auf das Video gekommen? Und was ist dein Lieblings-Star Wars-Charakter? Das wird mich großartig interessieren, wenn du mir mal das so, ja, verraten würdest. Das, würde mich freuen, wenn du darauf antwortest. Und für die das nicht wissen, meine Lieblingscharaktere, das gibt es zwei Stück. Das sind einmal Shaak Ti und Ayla Secura. Fest. Dass Endo Friend ein Kopf größer und 20 Jahre jünger ist als er selber, aber dennoch nur eine Narbe am Knie von irgendeinem Grafballspiel hat. Alter. Das reicht ihm nicht. Er zieht dabei auch sein... Schau dir diesen Körper an. Das ist ein Macherkörper. Du siehst... Alter, das sieht einfach, wie viele Narben der hat, wie viele Verletzungen der hat. Und er hat ganz schön große Nippel. Augen. Ja, aber guck mal, ganz ehrlich, ich nehme mal die Kamera mit. Seht ihr den Typen hier, um den ich mich jetzt einmal drum rum bewege? Diese gucken beide alle so leicht zur Seite und gucken ihn an. Er hier hat so einen richtig arroganten Blick hier, der hier hinten, der äußerste. Das ist, die Blicke sind genial. Ich frage mich, was sich dieser Stormtrooper da denkt. So, wenn er so, der steht ja so neben da und Tarkin fängt an, sich auszuziehen. Ich meine, was schießt denn da einem für Gedanken in den Kopf? Oh nein, nicht schon wieder. Der alte Sack. Er zieht sich schon wieder aus. Eigenes Oberteil aus und zeigt dabei seinen zwar nicht allzu breiten, aber dafür trotzdem extrem muskulösen und vernarbten Körper. Er lässt Endo Friend eine Vibro-Klinge geben und befiehlt, dass, wenn dieser überlebt, ihm kein Haar gekrümmt wird und er sogar zum Captain befördert werden soll. Friend will nicht gegen Tarkin kämpfen, doch der sagt, dass ihr alle gegen verräterische Rebellen kämpfen, die jeden von ihnen im Schlaf ermorden würden, wenn sie könnten, und genau deswegen soll er jetzt kämpfen. So beginnt der Kampf und Tarkin macht kurzen Prozess. Er rammt Friend seine Klinge in die Brust und will ihm gerade den Rest geben, als er plötzlich wieder in die Realität zurückkehrt. Der ganze Kampf fand nur in Tarkins Gedanken statt. So sind wir jetzt wieder an dem Punkt, an dem Friend dem Großmorph seine Narbe am Knie zeigen möchte. Statt einem Kampf zu beginnen, sagt Tarkin dann nur, dass er weiß, dass die Disziplin in dieser Anstalt unter Director Krennic zu wünschen übrig ließ. Doch sie alle sind die Kanoniere des Todessterns. Also, na gut, ne? Anstatt irgendwie irgendeinem der Kanoniere mit voller Wucht das Fressbrett zu zimmern, sagt er dann einfach nur, ja, eigentlich ist euer Ausbilder scheiße. Typisch Tarkin. Ihr müsst mal, wenn ihr mal auf Star Wars The Clone Wars guckt, Tarkin sieht nie die Schuld bei sich. Erstmal sind die anderen schuld. Das ist aber eine Krankheit der imperialen Offiziere. Sie versuchen die Schuld immer auf alles andere zu schieben, weil sie dürfen selber keine Fehler machen, weil das meistens für sie der Tod bedeuten dürfte. Ausgebildet, um die mächtigste Waffe des Imperators zu entfesseln. Diese Arbeit ist die größte Ehre, die sie in ihrem Leben erfahren werden. Sie haben eine Stadt auf Jeddah und eine Basis auf Scarif vernichtet, aber als sie dachten, dass sie jetzt einen ganzen Planeten vernichten, da sie nicht wussten, dass es eine Simulation war, haben sie versagt. Er stellt klar, dass die einzige Aufgabe der Kanoniere ist, auf Befehl zu schießen, und wenn sie... Da fehlt die Info. Das möchte ich mal nochmal anmerken, da möchte ich nochmal darauf zurück. Wie gesagt, die Kanoniere haben gezögert, deswegen, daher der ganze Kontext dazu, das hat er jetzt vergessen zu sagen. Also das mal einfach nur als keine Randbemerkung, keine Sorge, es ist jetzt nicht schlimm, oder das kann man sich aus dem Kontext dann wieder ziehen. Wenn du es gesagt hättest, würde das jetzt aber zumindest mehr Sinn machen, im Ganzen. Aber ich kann auch die Kanoniere verstehen. So im Ernstfall einfach mal irgendwie einfach einen gesamten Planeten, also theoretisch eine gesamte Spezies aus. Stellt euch mal vor,
Stellt euch mal vor, der Planet wird eingesetzt, um Geonosis auszulöschen. Du bringst eine Billion an Wesen um. Ich glaube, das geht, da kracht die Psyche auf jeden Fall, würde ich sagen. Und übrigens, wenn ihr keine weiteren Reactions von mir verpassen wollt, ja, genau, Deutsch, Alter, Sprachfehler. Reactions, wollte ich sagen. Jetzt habe ich's. Genau, wenn ihr keine weiteren von mir verpassen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, favorisiert, liked und kommentiert. Aktiviert die Glocke, so bleibt ihr auf dem aktuellsten Stand. Schaut doch mal bei ihm da vorbei. Der Marc sagt mal, der macht wohl ganz gute Videos. Ich habe mich durch so ein paar Videos von ihm durchgeguckt mal und da sind ganz viele gute Sachen bei. Da lasst auf jeden Fall mal ein Abo da. So, wir machen jetzt weiter. Wir haben noch 3 Nicht in der Minuten. Lage sind, sollen sie sich zu Weg melden und daraufhin zu den Arbeitskolonien einschiffen. Mit den Worten, dass das seine einzige Warnung war, geht er davon. Wenig später sehen wir dann eine uns allen wirklich bekannte Szene, nämlich das Verhör bei dem Tarkin Prinzessin Leia damit droht, den Todesstern gegen ihre Heimatwelt Alderaan einzusetzen. Die Imperialen, die direkt daneben arbeiten, lauschen dem Gespräch, bei dem Leia sich herausreden will und schließlich sagt, dass die Rebellen sich auf Dantooine befinden. Einer der Imperialen ist erleichtert darüber, dass er gesprochen hat und er sich nicht daran beteiligen muss, einen ganzen Planeten auszulöschen. Die hatten auch echt. Guck mal, der guckt halt wirklich. Ja, der guckt sehr zufrieden. So dieses. Ich glaube, das, wie gesagt, das ist ganz, ganz klar. Das steht richtig auf der Psyche. Da, Marc, jetzt mal eine besondere Frage. Wenn du jetzt Kanoni auf dem Todesstern wärst und Tarkin befiehlt dir, auf irgendeine Welt zu feuern, würdest du diesen Befehl ausführen oder würdest du dich gegen Tarkin widersetzen? Wissentlich, dass du dafür sterben kannst. Wäre mal eine interessante Frage. Dürft ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Würdet ihr schießen oder würdet ihr euch gegen Tarkin auflehnen? Beobachtet die Reaktion der Imperialen um ihn herum und ordert dann, wie im Film an, Alderaan trotzdem zu zerstören. Dieses Mal ziehen alle Kanoniere am selben Strang. Der Todesstern feuert und Alderaan wird komplett zerstört. Tarkin lässt die fassungslose Leia von Vader in ihre Zelle bringen und ordert dann an, ihm einen Einsatzbericht mit den Reaktionszeiten der Kanoniere zu bringen und zudem Kanoniere, die genau dort Auffälligkeiten gezeigt haben, zu ihm zu bringen. Als das auf eine Handvoll Kanoniere zutrifft, klärt er diese darüber auf, dass er Motti befohlen hatte, Biotracker in ihren Helm einzusetzen und so konnten sie herausfinden, dass jeder der hier Versammelten an einem bestimmten Punkt zögerte, als der Todesstern das Feuer eröffnete. Tarkin stellt klar, dass er ihnen die Chance gab, von ihrem Job zurückzutreten, wenn sie den Job nicht erledigen können. Chefkanonier Endo Friend ist unter ihnen und dieser fragt, wo das Problem ist, da Alderaan noch zerstört wurde und wir erfahren, dass dieser zwar auf Coruscant ausgebildet wurde, aber einst auf Alderaan zur Welt kam. Er fragt Tarkin dann auch, wie Oh mein Gott, Alter, der Arme, er hat seinen eigenen Heimatplaneten in die Luft gesprengt. Oh mein Gott, der tut mir richtig leid. Und Tarkin findet das auch noch geil. Ich bin da geboren worden. Digga, das ist so eine tiefe Materie. sich wohl fühlen würde, wenn er seinen Heimatplaneten zerstören müsste, was dieser sich dann vorstellt und die Vorstellung, diesen samt seinem Onkel Jova zu vernichten, gefällt ihm. Er sagt den zögernden Kanonieren daraufhin, dass er seine Pflicht tun würde und das mit Freude. Als keiner von ihnen auf seine Frage, ob sie das nicht tun würden, reagiert, stellt er fest, dass sie alle am falschen Platz sind und lässt sie durch die Luftschleuse nach draußen schmeißen, wo sie im All alle sterben. Er beobachtet ihre in der Schwerelosigkeit schwebenden Leichen, ehe er sich in sein Quartier zurückzieht, indem er noch ein Messer aus den Zeiten seiner Jagdausbildung hat, womit. Alter. Tarkin hat danach auch noch eine. Das ist halt. Oh Gott. Tarkin ist halt echt skrupellos, willenlos und wahllos killt er irgendwen. Um ein Exempel zu statuieren und um eine Person gefügig zu machen, hat er das Leben eines ganzen neutralen Planeten beendet. Wie gesagt, Imperator Palpatine hat dem nicht zugestimmt, offiziell. Der Comic dann endet. Ja, Leute, damit endet der Comic und ich muss sagen, dass ich ihn wirklich herausragend fand. Nicht nur Aber ein funktioniert Comic, er okay. einwandfrei mit dem kanonischen Tarkin-Roman, nein, so ist er auch wirklich großartig darin, Bülow Tarkins Charakter wirklich weiter auszuleuchten und traut sich dabei auch wirklich düster zu werden. Mir hat er gut gefallen und erweitert Tarkin als auch Episode 4 und auch das Imperium, was die Menschlichkeit angeht, für mich so ein bisschen. Und ja, wie fandet ihr ihn? Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Ich sag ciao und möge die Macht mit euch sein. Wunderbar. Ein tolles Video. Vielen Dank erstmal. Wenn ich dieses Video bewerben müsste, würde ich sagen, yo, 5
5 Sterne gibt dieses Video. Das hat mich sehr gut unterhalten. Du hast alles auf den Punkt gebracht. Wie gesagt, die eine Kleinigkeit, dass du am Anfang erwähnt hast, dass die Soldaten auch gezögert haben. Soweit. Ist nicht so schlimm, finde ich, aber ansonsten ein mega krasses Video. Wie stehst du zu Tarkin? Also, was hältst du von Tarkin, nachdem du diesen Comic so gelesen hast? Sag das mal, das würde mich interessieren. Und ich hoffe, dass euch diese Reaction gefallen hat. Wenn ja, lasst doch gerne eine Like da und wir sehen uns dann in der nächsten Reaction wieder. Bis dann, Leute, macht's gut. Haut rein und tschüss.